Es ist eines seiner Lieblingsrestaurants, der Italiener mitten in München. Mehrmals in der Woche ist Georg Kessler hier zu Mittag oder zu Abend. Den Restaurantchef kennt er schon lange. Ah, wunderbar. Ja. Wo kommen die jetzt her? Wir kommen aus Atlantik. Gute Küche ist seine Leidenschaft. Und an diesem Tag ist er ausnahmsweise nicht mit Kunden im Restaurant, sondern mit seinem Verlagsteam. Es gibt Grund zu feiern. Familienessen heimnah, ne? Also nicht wie sonst immer. Sondern ruhig. Wir hatten im letzten Jahr historisch gesehen das zweitbeste Jahr ever in der ganzen Verlagsgeschichte. Und es gibt es ja schon ein bisschen länger. Wir sind ja schon 286 Jahre alt. Also insofern sind wir sehr, sehr zufrieden. Auf dem Weg zu den Grafikern. Dass das Buch von Gräfe und Unzer ist, soll schon die attraktive Gestaltung zeigen. Gespräch mit dem Artdirektor. Neutral. Aber was waren jetzt Ihre Argumente? Ja, mich hat's halt von der Grundanmutung her an Tupper. Kessler nimmt die Umschläge selber ab. Bereits vorher wurde jeder Entwurf lange im Verlag diskutiert. Also jetzt hier das Studentenkochbuch oder hier Buffets oder Kochen für Faule, sondern die haben die sehr, sehr wichtige Bedeutung, die Markenwerte zu transportieren und die Bücher unverwechselbar zu machen. Ja, das Thema ist an sich. Gräfe und Unzer bringt jedes Jahr rund 150 neue Bücher auf den Markt. Das ist irgendwie so, das ist ein Rollbraten. Ja, ist aber doch, passt doch. Erfolgreich ist die Serie Basic Cooking, die sich speziell an Jüngere richtet und in 20 Länder verkauft wurde, darunter in die USA, nach Frankreich und Skandinavien. Neue Bücher werden so konzipiert, dass sie für viele Märkte attraktiv sind. Die pragmatischen, praktischen How-To-Ausrichtung, die ist allerdings auch wichtig. Die Lizenzchefin stellt Kessler das neue Buch über Süßspeisen vor, das sie auf der Buchmesse internationalen Verlagen anbieten wird. Kommt und ein Lebensgefühl und ein Geschmack, das ist extrem wichtig. Kessler leitet den Verlag seit 7 Jahren. Er verantwortet die Inhalte und kontrolliert die Kosten. Eines seiner neuesten Projekte, ein interaktives Kochportal unter dem Namen küchengötter.de. Neue Leute wurden eingestellt und investiert. Ob sich das mal auszahlt, ist noch offen. Es gibt so eine Erscheinung wie Google. Wenn ich da Sauerbraten eingebe, dann kriege ich 500.000 Rezepte zu Sauerbraten. Oder wenn ich auf Community-Portale gehe wie chefkoch.de, die haben mittlerweile 80 Millionen Page-Impressions, dann kriege ich da natürlich auch Rezepte. Ob die auch schmecken oder ob die dann auch gelingsicher sind, ist nochmal eine ganz andere Frage. Deshalb haben wir hier einen Qualitätsanspruch, auch bei dem Kochportal Küchengötter. Und deshalb kommen auf dieses Portal nur gelingsichere Rezepte, die von GU getestet wurden. Und humorvoll gestaltete Filme rund ums Kochen. Die Nutzer sollen an den Verlag gebunden werden. Sie sind potenzielle Käufer von Kochbüchern. Jetzt haben wir heute Kinderkochschule hinter uns gebracht. Seinen Mitarbeitern lässt er viel Freiraum, die letzte Entscheidung aber trifft er. Erfolgreich ist nur der, der auch gut verkaufen kann. Das weiß der Verleger, deshalb ist ihm das Marketing sehr wichtig. Das ist Nina Ruge, das ist die letzte Veranstaltung im Herbst. Aber es ist nach dem Muster, ne? Es ist nach, im Prinzip nach dem Muster, ne? Ja. Pressetermin. Ein Kochbuch für Kinder wird vorgestellt. Der Verleger will neue Zielgruppen erschließen. Die Rezepte sollen Familien gemeinsam nachkochen können. Die Veranstaltung ist gut besucht, Kessler zufrieden. Dass er an diesem Mittag im Hintergrund steht, stört ihn überhaupt nicht. Weil dies ist ein Buch von und für Kinder. Im Gegenteil, er kann entspannt in die Küche gehen, wo gerade ein Kindermenü zubereitet wird. Die fränkischen Bratwürste, die groben. Es geht aber auch mit Münchner Bratwürsten. Ständig ist er auf der Suche nach neuen Rezepten und Ideen. Und fränkische Bratwürste, die mag nicht nur der Verleger.